Andere Seite, willkommen an Bord. Das ist auch mehr was für Trekkies hier, oder? Nee. Ihr müsst jetzt leider draußen bleiben. Nee. Immer wieder der gleiche. Das Angeberauto. Ja? Gut. Welche Schule hat schon? Habe ich auch immer gesagt. Wir haben also im Jahre 2000... Aber ziemlich vollgeschmiert alles, oder? Ja, sagten die auch am Anfang. Ja. Wir sind nie wieder los, den Wagen. Ja. Wir haben damals da haben wir gesagt, wir machen eine Tour für Frieden, Toleranz und eine lebenswerte Zukunft mit diesem Auto. Super. Weil uns die Star Trek Schauspieler auf die Idee gebracht haben, die auch bei uns an der Schule waren. Echt? Wir haben eine cool. Projektwoche mal gemacht. Aha. Und seitdem sind wir. Der ist cool, ne? Hier der Data. Der ist Spock in der neuen Generation. So ist es, genau. Ja. Ach, ihr fahrt dann doch nicht rum. Nee, das ist richtig. Kein Spielzeugauto. Der hat 232.000 Kilometer weg in 4 Jahren. Was passiert dann mit dem Auto am Ende? Also am Ende wird der Wagen irgendwann mal versteigert, wenn ihn irgendjemand in Los Angeles oder in Dubai haben will, kann man gerne haben. Ja. Ein Teil geht für die Aktion Volltreffer, kein Krieg mit Kindern. Ja. Und der Rest ist alles privat investiert und das wird ins neue Space Car gesteckt. Ah, okay. Und ich will mal gucken, ob ich vielleicht auch so etwas wie eine Foundation mache für Projekte in Deutschland für Jugendliche. Ja. Super. Ist gut. Und ihr seid auf dieser Schule gewesen? Ja. Gewesen. Ja. Ja. Was macht ihr jetzt? Versuchen, eine Ausbildung zu finden. Als was denn? Bäcker. Du musst aber nicht lange schlafen wollen. Bitte? Du darfst aber nicht lange schlafen wollen. Ich schlafe nie lange. Ja. Du bist kein Schläfer sozusagen. Ja. Ich nicht. Ich auch nicht. Und du? Jetzt bin ich 10. rausgegangen, ich gehe jetzt weiter Schule, Berufsschule. Berufsschule, machst du eine Ausbildung, eine Berufsausbildung? Ja, schulische Ausbildung. Er geht an eine katholische Akademie. Echt? Ja. Also, ja, da das nicht. Da geht es aber, sonst könnte man das nicht machen. Und er macht dann, was ist das, Sozial? Sozialhelfer. Genau, Sozialhelfer, die Ausbildung zum Sozialhelfer. Sozialhelfer, ach so. Ja, genau. Sozialhelfer, ja. Ja, das ist sozusagen, der den Sozialpädagogen hilft. Ja, das ist ein neuer Ausbildungsberuf, aber der läuft über die Erzieherschiene. Nicht schlecht. Gut, dann machen wir den jetzt hier. Ja, ich würde sagen, Autogramm in den Wagen. Ja. Müssen wir uns nur eine helle Stelle suchen, weil ich nur heute einen schwarzen Stift habe. Helle Stelle. Genau. Guck mal hier. Ja. Ja. So Filmen und Foto, Leute. Ach, du bist schon am Film. Ja, nee. Die ganze Zeit. Kann ich mal die Linse anmachen? Ja. So, du musst jetzt aber jetzt weggehen. Ja, so. Das Hundekacke. Weiter geht nicht mehr auf. Könnt ihr doch hier oben vielleicht machen wollen? Nein, aber die Auto geht jetzt. Du bist gut. Ja. Oder, ja, ne? Wie im Schalke 04 auf der anderen Seite. Hier? Ja, genau. Ja. Ja. Ich persönlich finde den Platz ein bisschen zu klein für mich, aber gut. Ja, wir haben noch eine Größe, oder? Moment, was? Weiter hart, okay. Auch das A-Team hat hier unterschrieben, die ganzen coolen Leute. Ehrlich? Ja. Ist der T auch? Der nicht, aber Face und der, wie heißt der andere nochmal? Murdoch, ist das richtig? Murdoch, ja, ja, ja. Genau. Der Bekloppte. Der Bekloppte, aber der ist gut. Ja, ja. Brian Schulz ist nicht gut. Dann haben wir hier noch unseren... Achso, ja. Sie waren auch im Kloster, ne? Wo denn? Vor kurzem mal irgendwann. Bei welchem Kloster? In Hamburg? Ja, genau. Ja, ja, ja. Weil der Abt sagte mir dann nämlich. Genau. Der hat auch drauf unterschrieben. Genau, genau. Da war richtig, richtig Party. Ja. Ja. Die Jungs, die kommen uns natürlich nur, sind auch gut. Ja. So. Wer ist das? Admiral Motti. Ja, das ist der Admiral Motti, ist aus Star Wars. Das ist dem, den der Darth Vader den Hals umgedreht hat. Ah, okay. Also der Darth Vader hat hier das auch das ist eine Karriere, das ist der, den sie den Hals umgedreht haben. Ja, die machen heute noch damit Geld hier. Hallo, kennen Sie mich noch? Ich bin der, den sie den Hals umgedreht haben. Ja, aber der Darth Vader saß auch hier drin. Der hatte drüben unterschrieben und einmal... Darth Vader hat ja das Problem, dass er dass ihn keiner erkennt, ne? Ja. Da muss man erst eine Maske aufziehen, bevor sie ihn erkennt. Nur am Geräusch erkennt man. Ich bin... Ja, aber auch erstmal nicht. Der ist nur so groß, der kann ja nicht durch die Scheibe gucken, ne? Ja. Also das ist der Darsteller, der da drin war. Aber auch Kinder sind schon. Nee, aber danke schön. Jetzt kommen auch langsam so die Deutschen, die mitmachen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Wie wär's mit einem Kommentar? Was ja, sie davon halten? Ein Kommentar? Ja.
dem Projekt oder zu deinem Hemd oder zu deiner Ausbildung oder wozu denn? Beides. Nein, zum Projekt. Lass dir davon halten und so weiter und so fort, wie sie das finden. Weißt du, wann du merkst, dass du zu alt bist? Wenn die jungen Menschen in weißen Hemden sitzen, dann weißt du, es ist zu spät. Alle, gibst du Kommentar? Das Problem ist nur, sobald er mich duzt, kann er nicht mehr Deutsch sprechen. Das ist wirklich ein Problem. Alle, guckst du, Arschloch. Na gut, könntest du bitte einen Kommentar geben und sagen, wie du das Projekt findest und was du davon hältst? Das, wie ich das finde und was ich davon halte, ist ziemlich dasselbe, oder? Ja, ich meine, einfach so, damit die Leute, die das dann irgendwann mal hören, auch wissen. Ja. So, ah, das meint er genau. Ja. Also ich finde das Projekt ja gut. Das ist die Wahrheit, lass die Wahrheit wirken. Ich finde das Projekt gut. Ja, fühl die Energie. Die Wahrheit steckt in der Energie. Die Macht sei mit dir. Ist ein anderer Film, aber klingt auch gut. Ich finde das Projekt super. Ich finde das auch toll, dass ihr den Drive habt und die Energie so umzusetzen, auch da hinterher zu gehen, euch nicht zu schade zu sein, jetzt sich hier hinzustellen und so Leuten. In den Ferien vor allem. In den Ferien so nutzlosen Kreaturen wie mir nachzustellen. Sagen, hier, mach doch mal. Hab ich auch gesagt. Finde ich super. Das muss das sein. Das ist auch wieder. Er hat mich gezwungen. Ich mach das freiwillig. Der ist gezwungen. Der da im weißen Hemd, der will ja auch Bäcker werden.